Im Hintergrund sieht man die Katzenrettung und Chefreporter Ulrich Behmann hat die Katzenhalterin heute schon getroffen. Die ist natürlich aufgelöst, aber auch, wie ich sehe, jetzt dabei und verfolgt die ganze Rettungsaktion. Ja, das ist richtig. Also gestern hatte die Feuerwehr schon mit 15 Frauen und Männern geholfen oder versucht zu helfen. Auch ein Installateurmeister war im Einsatz mit einer Kanalkamera. Es ist alles gescheitert, jeder Rettungsversuch. Und jetzt hat sich die Frau, die Katzenhalterin, an die Gemeinde gewandt und die helfen jetzt und sind jetzt mit dem Pressluftmeißel dabei, die Rohre zu öffnen und an die Katze heranzukommen. Wie konnte die Katze überhaupt in diesen engen Rohrschacht gelangen? Die ist höchstwahrscheinlich in einen Auslauf gekrochen, der etwa 300 Meter von hier entfernt ist. Und hier hat sich das Rohr jetzt verengt an einer Drainagestelle und da sitzt sie wohl fest. Da wollen wir hoffen, dass sie gerettet wird. Wir verfolgen das jetzt erstmal. Wir drücken die Daumen. Komm hier, mein Schatz. Hallo.